und Foul gegen Kapellmann von Frank Grey, Freistoß für Bayern. Und ein zweiter Spieler von Bayern am Boden. Ja, hier scheint sich, es dürfte Rainer Zobel sein. Die Wiederholung. Nach dem Pfiff des Schiedsrichters kam es zu diesem Foulvergehen, denn Schiedsrichter Kitapchan hatte bereits gepfiffen beim Foul gegen Kapellmann, wie ich Ihnen gesagt habe. Verletzt hat sich aber dabei ein zweiter Bayern-Spieler bei diesem Zusammenstoß. Und schon die erste längere Unterbrechung in diesem Spiel.